Heute klebe ich solche Airline-Schienen außen an meiner Kabine, damit ich auch draußen ein bisschen was befestigen kann. Dazu gibt es zwar schon einige Videos, aber mir hat immer eine wichtige Sache gefehlt, denn es gibt einiges zu beachten, wenn man diese Schienen nur kleben will und nicht verschrauben oder nieten, damit es auch ordentlich hält. Ich habe hier schon mal alles abgeklebt, damit ich nachher alles richtig positionieren kann und auch falls ein bisschen Kleber übertritt. Hier liegt erstmal alles, was ich brauche. Das unterscheidet sich ein bisschen danach, was ihr für Material habt. Meine Kabinenaußenhaut besteht ja aus Alu und da ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr die Vorbehandlungstabellen von Sika lest, beziehungsweise vom jeweiligen Kleber, den ihr verwendet. Ich verwende hier Sika 554 und auf blanken Alu muss man dafür vorher den Aktivator 205 auftragen. Das geht am besten mit solchen Primerpinseln, die aber auch auf jeden Fall nur einmal reinstecken, ansonsten wird das verunreinigt. Eloxiertes Aluminium wie diese Airline-Schienen. Ja, also entweder kann man das Eloxierte komplett abschleifen oder aber man verwendet den Primer hier, Sika Primer 210. Ich werde aber trotzdem hier nochmal mit ein bisschen Schleifvlies oder 120er drüber gehen, denn desto rauer die Oberfläche ist, desto mehr Oberfläche hat ja quasi der Kleber zum Haften. Also das kann nicht schlecht sein, auch wenn es jetzt nicht explizit in der Vorbehandlungstabelle drin steht. Verlinke ich euch, wie auch das ganze Material hier, unten in der Videobeschreibung. Und schaut einfach, wenn ihr eine GFK-Wand habt oder so, ob da auch irgendwas vorbehandelt werden muss. Handschuhe verstehen sich, glaube ich, von selbst. Und was hier nicht steht, ist Bremsereiniger oder Silikonentferner, um das Ganze zu reinigen. Nehme ich hier als allererstes mal ein bisschen Küchenrolle, weil meine Alu-Außenhaut doch recht dreckig ist. Damit putze ich mehrfach den groben Dreck runter. Und dann am Ende gehe ich hier einmal mit Schleifvlies drüber, mit fusselfreiem Vlies, weil die Küchenrolle manchmal so ein bisschen schlieren zieht und mit so fusselfreiem Vlies ist das perfekt vorbehandelt. Ich klebe sie tatsächlich nur und verschraube sie nicht. Warum? Es gab da vor kurzem ein richtig geiles Video von Frank Sever, der hat so einen Abreißtest von Airline-Schienen gemacht, wie viel Zugkraft sie aushalten, wenn sie nur geklebt sind. Und das waren ungefähr 600 Kilo. Da hat aber nicht die Airline-Schiene aufgegeben, sondern hier diese Nuten. Also da sind dann die Fittinger rausgerissen. Die Airline-Schiene selbst macht wahrscheinlich noch ein paar hundert Kilo mehr mit. Also von daher, wenn der Kleber richtig aufgetragen ist, das alles vorbehandelt und gesäubert richtig ist, dann reicht Kleben eigentlich vollkommen aus. Ich nehme jetzt hier ein bisschen Silikonentferner, mache das sauber, wische einmal mit Küchenrolle drüber. Seht schon, da ist ordentlich was dran von dem Schleifen. Das halt ein paar Mal, bis dann nichts Großartiges mehr dran ist. Und am Ende gehe ich nochmal mit einem Schleifvlies drüber. Nicht mit einem Schleifvlies, mit dem fusselfreien Vlies, damit da auch wirklich keine Schlieren drauf sind. Eine ganz, ganz wichtige Sache habe ich aber noch vergessen. Und zwar habe ich hier nochmal doppelseitiges Klebeband draufgeklebt, was ein bisschen dicker ist. Ich glaube, so ca. 1 mm. Das braucht es zum einen, damit, wenn die Airline-Schiene rangeklebt wird, nicht gleich nach unten verrutscht. Und zum anderen als Abstandshalter, denn der Kleber, Sika hier, aber auch jeder andere Kleber, braucht eine gewisse Schichtstärke von ca. 0,5 bis 1,5 mm, damit er auch ordentlich hält. Die Düse muss auch besonders zugeschnitten werden. Erstmal schneide ich hier grob was ab, damit es ein bisschen größer ist, die Öffnung. Dann schneide ich hier ein kleines Dreieck rein. Naja, nicht perfekt, aber wird schon gehen. Und dann auf der gegenüberliegenden Seite von dem Dreieck schräge ich das noch so ein bisschen an. Vielleicht nicht die schönste, aber es wird funktionieren. So, hier seht ihr das Dreieck und hier, dass das angeschrägt ist. Und zwar wird es dann so auf die Airline-Schiene draufgesetzt und zurückgezogen, damit man halt eine dreieckige Klebewulst hinbekommt und wenn die dann zusammengedrückt wird, verteilt sie sich sehr schön gleichmäßig. Als erstes trage ich hier den Aktivator 205 auf, der braucht ca. 10-15 Minuten Ablüftzeit, etwas länger als der Primer, deswegen der zuerst auf das blanke Alu und ja, jetzt geht es mit dem anderen weiter und dann kommt der Kleber drauf. Wichtig ist auch immer, das auf jeden Fall sofort wieder zu verschließen. Das lasse ich jetzt ein bisschen ablüften und dann kommt der Kleber drauf. Das ist noch ziemlich genau im Rahmen.
Hier hinten habe ich jetzt meine Sandbleche rangeschraubt, unten einen Ersatz Dieselkanister mit 20 Litern. Das ist an sich schon recht schwer, aber überhaupt kein Thema für die Airline-Schienen, denn wenn ich hier ran rüttel, seht ihr wahrscheinlich, wackelt das ganze Auto und das ist wirklich bombenfest. Befestigt habe ich das mit verschiedenen Fittingen, zum Beispiel mit dem Nutenstein, mit solchen Ösen hier, die man ganz einfach rein- und rausziehen kann, oder aber auch solchen etwas massiveren Ösen, wo man ohne Probleme ein Spannrohr richtig festziehen kann. Hier habe ich an den Airline-Schienen noch einen Außentisch befestigt. Der ist aus ganz einfachen Klappkonsolen gebaut. Normalerweise kann man für sowas 180 Euro bezahlen. Die Preise sind astronomisch. Das ist was ganz Einfaches von Amazon, eigentlich für einen anderen Zweck gedacht. 13 Euro und eine schöne Alu-Dibon-Platte, die leicht ist und individuell bedruckbar. Finde ich eine feine Sache. Es ist auch ausreichend stabil. Ich würde mich jetzt nicht draufsetzen. Es liegt aber an der Platte, nicht an den Airline-Schienen. Und auch die hier einfach mit solchen Schraubfittingen verschraubt, befestigt, wie auch oben der Dachträger. Auch den Dachträger aus den Aluprofilen habe ich an den Airline-Schienen verschraubt. Hält auch bombenfest, obwohl der ein bisschen schwerer ist. Also ihr seht schon, ich bin auch ein paar tausend Kilometer damit gefahren. Hat sich bewährt und ich bin sehr zufrieden damit. Es war die richtige Entscheidung, sie wirklich nur zu kleben, denn dann nochmal durch die Außenwand vom Camper zu bohren, ja, ist immer nicht so das gute Gefühl dabei. Von daher kann ich euch mitgeben, kleben reicht vollkommen.